Mein Thema ist heute die Theorie und Praxis der Metallausleitung. Ein Blick in die Tagespresse und die medizinischen Fachzeitschriften zeigt Zuwachsraten von über 100% für viele Krankheiten innerhalb weniger Jahrzehnte. So nehmen die Allergien seit 1977 um 300% zu. Depressionen haben die letzten 20 Jahre um 117% zugenommen. Die Demenzerkrankungen nehmen um 100% zu innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Und Tumorerkrankungen verzeichnen ebenfalls Zuwachsraten von 50-100% innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Diese Zahlen spiegeln wider, dass es sich nicht um genetische Faktoren allein handeln kann, die hierfür verantwortlich sind, sondern dass es Faktoren geben muss, die bisher zu wenig berücksichtigt worden sind und übersehen wurden und als Ursache für diese Krankheiten gelten. Wenn man eine ursächliche Krankheitsbehandlung möchte, so ist man gut beraten, sich zu fragen, was ist entscheidend für die Entstehung von Krankheiten. Dazu zählen einerseits die genetischen Veranlagungen, andererseits das Alter des Patienten und drittens Umweltbelastungen. Umwelteinflüsse spielen eine der Hauptrollen auf materieller Ebene bei der Entstehung von chronischen Krankheiten. Wenn wir also eine ursächliche Behandlung oder Therapie oder Vorsorge anstreben, so sind wir gut beraten, uns um die Umweltbelastungen zu kümmern. Die Frage ist, welche der vielen Umweltfaktoren haben eine besondere Rolle bei der Entstehung von Krankheiten? Die amerikanische Umweltbehörde und die Agentur für die Registrierung toxischer Substanzen haben eine Liste der schädlichsten Substanzen in Abhängigkeit von ihrer Häufigkeit, Toxizität und Ausmaß der menschlichen Exposition erstellt. Auf dieser Liste erscheint das Halbmetall Arsen an erster Stelle, gefolgt von Blei und Quecksilber. Cadmium und andere Metalle folgen an weiteren Stellen. Das bedeutet, wenn wir uns um eine ursächliche Therapie oder Diagnostik oder Vorbeugung von Krankheiten kümmern wollen, so sind wir gut beraten, uns um die Einflüsse der Metalle zu kümmern. Dass die Metalle einen Einfluss haben auf die Entstehung von Krankheiten bzw. dass eine Metallbelastung in der Bevölkerung flächendeckend zu finden ist, ist allgemein und hinlänglich bekannt. So hat selbst der Medizinische Dienst in Bayern geschrieben in einem sozialmedizinischen Gutachten, dass bei allen, insbesondere älteren Menschen im europäischen Raum, von einer Schwermetallbelastung durch Ernährung und Inhalation von Schadstoffen ausgegangen werden muss. Das Periodensystem der Elemente ist sozusagen der Baustein der Materie und zeigt auf, woraus die Materie entsteht. Kein Lebewesen kann diese Bausteine abbauen. Dementsprechend können auch Metalle von keinem Organismus abgebaut werden. Als Konsequenz reichern sich die Metalle in der Umwelt und im menschlichen Körper an und können höchstens umverteilt werden von einem Organismus zum anderen, aber kein Organismus kann Metalle abbauen. Wir haben schon gehört, dass Metalle zu den hauptschädlichsten Substanzen der Welt gehören. Die Frage ist, was macht diese toxischen Metalle so schädlich? Erstens ist ihre Exposition unvermeidbar. Zweitens werden sie im Körper gespeichert. Daraus ergibt sich, dass das Hauptproblem die chronische Toxizität ist und nicht die akute Vergiftung mit einer hohen Dosis in kurzer Zeit. Ein weiterer Faktor, der zu wenig berücksichtigt wird, ist die Wechselwirkung verschiedener toxischer Metalle. Sie verstärken sich gegenseitig durch vielfache Wechselwirkungen. Dementsprechend ist auch die Frage der sicheren Grenzwerte offen. Die Standarddiagnostik ist nicht dazu geeignet, eine chronische Metallbelastung zu messen. Als Konsequenz wird die Bedeutung toxischer Metalle als Krankheitsursache übersehen und verharmlost. Wenn Metalle aufgenommen werden, so gelangen sie über das Blut in den Kreislauf, können entweder über den Urin wieder ausgeschieden werden oder gelangen in die extrazelluläre Matrix. Von dort können sie zurück ins Blut gelangen und ausgeschieden werden über den Urin oder sie werden intrazellulär gespeichert. Sie können dort einige Jahre verweilen, können dann wieder in die extrazelluläre Matrix gelangen, ins Blutsystem und wieder ausgeschieden werden. Dementsprechend ist die Halbwertszeit der Metalle in den verschiedenen Medien unterschiedlich. Zum Beispiel gilt für Aluminium eine Halbwertszeit von ungefähr einer Stunde im Blut, in der Zelle aber von 29 Jahren. Wenn wir also Blutanalysen untersuchen, so müssen wir uns darüber klar sein, dass wir nur die aktuelle Exposition messen, aber nicht die chronische Belastung. So
So gibt es Untersuchungen an Brustkrebspatientinnen und an gesunden Patienten, die sagen oder zeigen, dass im Blutserum eine Konzentration von 6 Mikrogramm pro Liter gemessen werden kann, was völlig unschädlich und harmlos ist. In den Zellen von gesunden Personen aber 131 Mikrogramm pro Liter gemessen werden und bei Brustkrebspatientinnen die doppelte Menge ungefähr 268 Mikrogramm pro Liter. Das heißt, wenn wir die Blutwerte von Brustkrebspatientinnen untersuchen, um zu sehen, ob sie eine Metallbelastung als Ursache haben, so werden wir nie ein aussagefähiges Ergebnis erzielen können. Gewebeproben wären der Goldstandard, sind aber nicht immer realisierbar. Die Halbwertszeit einer potenziell toxischen Substanz ist von grundlegender Bedeutung für die kurz-, mittel- und langfristigen Konzentrationen des Giftstoffes in verschiedenen Regionen, Geweben und Organen eines Lebewesens. Sie bezeichnet die Zeit, die benötigt wird, um die Konzentration der Substanz in einem Organ um 50% zu verringern. Je länger die Halbwertszeit der körperfremden Substanz ist, desto größer ist ihre Bioakkumulation. Bei langer Halbwertszeit kommt es bei konstanter Exposition von sehr niedrigen Expositionswerten zu einer langsamen Erhöhung der Gewebespiegel des Giftstoffes. Wie lange die Halbwertszeiten von Metallen im Körper sind, sind nicht leicht zu beantworten, diese Frage, sondern es gibt natürlich verschiedene Ansätze, um sich dieser Antwort anzunähern. Einerseits gibt es Tierversuche. Wenn man an Mäusen, Hamstern, Ratten, Meerschweinchen, Katzen, Kaninchen, Affen, Schafen, Schweinen, Ziegen, Kühen und unter Einbeziehung menschlicher Daten errechnen will, wie lange die Halbwertszeit von Quecksilber ist, so kommt man auf eine Zahl von ungefähr 69 Tagen. Wenn man hingegen die alleine menschliche Daten auswertet, zum Beispiel von Unfallopfern, so kommt man auf eine Halbwertszeit von 22 Jahren, die auf der Grundlage von 166 Gewebeproben von tödlich verunglückten Verkehrsopfern, die keiner bekannten überdurchschnittlich hohen Quecksilberbelastung ausgesetzt waren, errechnet worden sind. Es gibt mehrere Untersuchungen aus dem Jahr 1988 oder die letzte aus dem Jahr 2014, die eine Halbwertszeit von Quecksilber im menschlichen Körper von 22 bis sogar bis zu 27 Jahren nahelegen. Weitere potenziell toxische Metalle haben lange Halbwertszeiten im menschlichen Körper. Man geht aus, dass Aluminium eine Halbwertszeit bis zu 29 Jahren im menschlichen Körper hat, Blei bis zu 30 Jahren, Quecksilber bis zu 22 Jahre und Cadmium bis zu 35 Jahren. Daran wird deutlich, dass nicht eine akute Belastung in einer kurzen Zeit nötig ist, um eine Anreicherung im Körper zu erzielen, sondern dass mehrere geringe Dosen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme völlig unschädlich sein können, ausreichen können, um im Laufe einer Zeit eine Belastung aufzubauen, die letztendlich zur Krankheitsentstehung führt. Wo wirken die Metalle? Sie gelangen immer über die Blutgefäße in das System der Grundregulation. Sie können dort bereits Immunschäden an Immunzellen auslösen, also zu Autoimmunerkrankungen führen zum Beispiel oder zu Immunschwäche führen. Sie können die Anzahl der Killerzellen verringern oder die Aktivität der Phagozytose herabsetzen. Sie können in den Mastzellen eine Degranulation bewirken und damit eine Histaminausschüttung beispielsweise oder eine Verringerung von Serotonin im menschlichen Körper. Sie können Nerven schädigen und dadurch zu Schmerzen führen. Sie können den Gewebeaufbau zerstören und so bereits, bevor sie in die Zelle gelangen, vielfältige Schäden im menschlichen Körper anrichten. Wenn die Metalle in die Zelle gelangen, so können sie in verschiedensten Kompartimenten abgelagert werden. Sie können im Zytoplasma abgelagert werden und dort zum Beispiel die ATP-Synthese oder die Glutationsynthese verringern. Sie können auch in den Mitochondrien den Energiestoffwechsel verringern. Sie können in den Zellkern eindringen und dort zu DNA-Schäden führen oder die DNA-Reparatur blockieren. Es gibt unzählige Studien, die den Einfluss toxischer Metalle auf den Organismus belegen. Zum Beispiel können Arsen, Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel und Titandioxid zur Bildung von freien Sauerstoffradikalen führen, eine Erhöhung von Stickoxiden bewirken und so zur Peroxynitritbildung beitragen. Sie haben auch die Fähigkeit, Mineralien zu verdrängen, was man als toxische Mimikrie bezeichnet. Dadurch ergeben sich vielfältige Einflüsse, zum Beispiel auf das mitochondrale Membranpotenzial oder auf die Calciumhomöostase oder auf die mitochondrale DNA, was letztendlich zum Funktionsverlust von Mitochondrien führt.
Doch nicht nur Mitochondrien können geschädigt werden, sondern weitere Effekte können durch toxische Metalle ausgelöst werden. Sie können auch immunologische Effekte auslösen, zum Beispiel eine Hochregulierung von Entzündungsproteinen, was letztendlich zur Schädigung der Hypophyse, des Nervensystems oder des Immunsystems führen kann. Sie können aber auch als toxische Effekte die Zellmembranen stören, die DNA schädigen, Hormonrezeptoren schädigen und damit die Ursache liefern für Schädigungen des Immunsystems, Nervenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder vielfältige Erkrankungen anderer Organsysteme. Wenn wir eine Behandlung des Herz-Kreislauf-Systems, zum Beispiel des Bluthochdrucks mit Blutdruckmedikamenten bewirken, so haben wir eine rein symptomatische Therapie. Wenn wir freie Radikale oder Entzündungsvorgänge im Körper, zum Beispiel mit Antioxidantien, therapieren, so haben wir eine mehr kausale Therapie. Wenn wir uns um den Einfluss der toxischen Metalle kümmern, so haben wir eine kausale Therapie für viele Umweltkrankheiten.